Ich sag zu Alim, Alim, schmeiß die mal weg. Alim sagt zu mir so, Digga, ich bin illegal in diesem Land. Wem sagst du, dass er das wegschmeißen soll, Jane? Wenn ich jetzt hier aussteige, den nehme ich sofort mit. Also, wir kommen in unserem Talk. Die erste Story, die erzählt wird. Die erste Story. Ich bin gerade mit... Ihr wisst, wenn ich Stories erzähle, mache ich immer hier Emote-Chat. Let's go. Ich bin gerade... Also, ich bin gerade in Dortmund mit Alim, ein paar anderen Leuten, okay? Nabil, Sipan, Nadim. Und da waren... Wir waren dort, weil wir ein Studio abgecheckt haben. Und da waren noch zwei, drei andere Brays dabei. Und einer von diesen Brays hat gerne mal ein... Okay, einer von diesen Brays nutzt diese Sache. Diese Sache ist ganz und gar nicht cool und würde ich euch auch nicht ans Herz legen. Und ich würde euch auch empfehlen, niemals zu so welchen, wie sagt man, Mitteln zu greifen, genau. Also, wir sind gerade in Dortmund und der eine Bray kifft gerne, okay? So, der schlaucht sich gerne, der jiggelt. Der zieht sich gerne einen durch. Der zieht an der Lunte. So. Er hat so eine Kiste dabei. Da ist Marihuana drin. So. Ich bin in Dortmund, da sind ein paar Brays dabei. Also unsere Jungs und noch ein paar Brays, die gerne mal kiffen. Und der eine saß auf der Hinfahrt bei mir im Auto. Und er sagt zu mir, Bro, ich lasse diese Kiste bei dir im Auto, okay? Und in dieser Kiste sind Tütchen drin. Mit besagtem, verbotenem Mittel, dieser illegalen Substanz. Okay, Gras war da drin. Und als wir in diesem Studio waren, mussten wir dann wieder weg. Es hat nicht geklappt, aufnehmen und sonst was. Technische Schwierigkeiten gehabt. Und wir sind dann zurückgefahren. Und wir sind in Dortmund. Wir sind in Dortmund und auf einmal, ich sehe Polizeisperre. Und ich denke mir so, Digga, okay, wird nicht viel passieren. So. Wir werden wahrscheinlich, weil ich habe niemanden gesehen, der rausgewunken worden ist. Wir fahren weiter und... Wir haben bestimmt 15 Minuten gebraucht, um über diese Kreuzung zu kommen. Und wir kommen durch. Die lassen uns durch. Danach müssen wir rechts. Und ich fahre in der großen Kreuzung rechts. Nächste Polizeikontrolle. Da ist wieder abgesperrt. Dortmund nehmen sie komplett hops, okay? Die machen Utrecht aus Dortmund um diese Abendszeit. So am Ende des Tages kann ich nicht sagen, warum. Ob da jetzt irgendwelche Schwerverbrecher gesucht werden, Kleinkriminellen. Oder ob die einfach Lust haben, schnelle Autos anzuhalten. Aber wir waren dort und... Da sind zwei Polizisten. Der eine steht an der Ampel und der eine so 10 Meter hinter ihm. Und der an der Ampel steht, als ich durchfahren möchte, wir haben da auch wieder bestimmt 20 Minuten gehalten, mache ich automatisch Licht in der Mitte an. Kennt jemand den Move? Haben wir hier türkische Brays, die aus der Türkei, die in der Türkei gerne Urlaub machen? Wenn ihr in der Türkei an solchen Polizeistationen vorbeifahrt, wo die kontrollieren, macht man immer in der Mitte Lampe an, damit die reingucken können und dich durchfahren lassen. Weil wenn du es aus hast, können die dich gerne mal anhalten, um reinzugucken, wer ist da, was macht der, okay? Und ich mache sofort automatisch Lampe an, damit die Polizisten... Du machst Licht an, damit die aus der Distanz checken können. Damit die uns aus der Distanz sehen und sehen, okay, da sind so und so viele Leute drin, normale Leute, niemand der, weißt du? So, der erste Polizist macht so, nach dem Motto, komm, komm, fahr weiter. Ich fahre und der zweite Polizist macht so mit der Kelle, mit so einer Stoppkelle. Ich bleib stehen und er zeigt so. Und ich denke mir, was ist los? Ich gucke rechts, ist ein Parkplatz, okay? Und da ist eine Schlange mit Autos auf so einem Schotterparkplatz, ewig lang. Er zeigt dahin. Ich ordne mich da an. Ich denke mir so, was mache ich jetzt hier? Ich will doch gar nicht auf diesen Parkplatz so. Was ist hier, eine Veranstaltung oder so? Sah mir aus wie ein Konzert, wallah. Aber ich dachte mir so, das kann doch gar nicht sein. Ist doch Dings. Corona-Zeit. Ich steige aus, gehe zu einer Polizistin, sage ich, was ist denn hier los? Mitten auf der Kreuzung. Zwei, drei Passanten sofort. Sagt er zu mir, ja, stellen Sie sich da an, allgemeine Verkehrskontrolle. Ich sag, okay, mit welcher Berechtigungsgrundlage? Ja, stellen Sie sich an, ne, muss ich Ihnen nicht weiter viel zu erklären. Ich sag, doch, müssen Sie, sind Beamter, Sie müssen das jetzt erklären. Ich meine, wenn er es mir sagt, ich muss mich sowieso da anstellen, ich wollte ihn einfach triggern. Dann kam sein Kollege, sagt mir dann den Paragraphen, ich so, Tam, okay, Brace, haut rein, muss ich jetzt hier 70 Jahre warten? Sagt er, ja, so circa. Aber so richtig unkorrekt, okay? Ich war aber auch, muss man dazu sagen, sehr unkorrekt zu ihm. Dieser erste war der Nette oder der zweite? Der erste war der Nette, der zweite war der, mit dem ich mich jetzt streite und der zweite ist dann wieder der Nette, so. Also der dann dazu kommt, ist wieder der erste quasi, so. Ich war aber auch sehr unkorrekt, muss man dazu sagen, weil ich hatte Zeitdruck. Ich denke mir, ich muss nach Hause, ich muss streamen, Leute warten auf mich, ich muss streamen. Auf jeden Fall, ich setze mich wieder ins Auto, wir fahren so ein paar Meter. Original, wirklich, original. Ich sitze da so, drehe mich so zu Alim. Ich sag so, hat der Typ seine Box im Auto noch liegen? Und Alim guckt zu mir und sagt, ich habe keine Ahnung. So, wir wissen es nicht. Kann sein, kann nicht sein. Ich suche so mit meiner Hand hinten so. Ich finde nicht. Auf beiden Seiten. Da und da, also hinten. Ich finde es nicht. Ich sag, Alim, einer muss das checken. Er sagt, Bruder, ich kann doch nicht aussteigen und hier im Auto anfangen zu suchen. Das sieht doch voll verdächtig aus. Ich sag, Bruder, aber wir wissen es nicht. Sollen wir auf Risiko gehen? Sagt er, hatte der da überhaupt noch was drin? Ich sag, ich weiß es nicht. Wir drehen uns um mit Handylicht. Ich guck so auf Undercover, ob Polizisten gucken und so. Ich such,
Ich finde diese Kiste. Ich öffne diese Kiste. Digga, da sind 7 Tüten drin. 7 Tüten. Full. Ey, es gibt ja voll viele Leute, die sagen immer so, es ist legal, Gras mit sich zu tragen. Und so. Mit sich tragen nicht, der Konsum ist legal, aber der Besitz ist illegal. Hä, aber wie soll man das denn konsumieren, wenn man es nicht mit sich trägt? Nein, du hast es schon konsumiert, die erwischen dich, die finden THC in deinem Blut. Droht dir nichts, du hast es nur konsumiert, okay. Das ist legal. Aber wenn du auch nur was bisschen bei dir trägst, ist illegal. Ach so, klar. So, jetzt sitzen wir da in diesem Auto, okay? Warten in so einer Schlange. Überall sind Polizisten, die laufen am Auto vorbei, hin und her, da vorne so mehrere Mannschaftswagen. Guckt euch meine Stories an. Ich zeig sie euch, wow, warte. Full Polizei. Ja. Warte, ich zeig euch jetzt ganz kurz. Da stehe ich gerade in der Schlange. Und die waren alle am Arbeiten, diese ganzen. Die waren alle, Polizeibusse waren am Arbeiten, haben diese Leute da auseinandergenommen. Wir sitzen jetzt da, ich habe einfach 7 Tüten Gras im Auto und ihr müsst euch wirklich so vorstellen. Freunde, wirklich. Ich habe das schon oft thematisiert. Ich nehme seit Jahren keine Drogen. Vielen, vielen Jahren. Über 5 Jahre. Und ich trinke auch seit neuestem nicht mehr. Ich hatte lange Zeit nicht getrunken, dann wieder angefangen, dann auch sofort wieder sein lassen, okay? Ich bin clean, clean. Der Polizist kann mich kontrollieren, wie er will, Jan. Ich habe gar nichts zu befürchten. Ich würde auch niemals, niemals so verantwortungslos sein, auf Drogen oder Alkoholeinfluss oder sonst was Auto zu fahren. Ich habe gar nichts gemacht. Getrunken. Ich habe nur ein Auto gefahren. So, ich stehe da jetzt und ich habe nie Gras in meinem Auto oder so. Nie. Und, Digga, ich hab da einfach Ort seinen Vater am Start. Ich hab einfach 7 Tüten, das ist auch mehr, das ist, also pro Tüte sind, glaube ich, 5 Gramm, ne? Ja, und ich bin am Arsch. Nicht 5 Gramm, sorry, das sind weniger, glaube ich. Oder 4 Gramm? Keine Ahnung. Ich kenne mich auch nicht aus. Ich bin am Arsch. Ich sag zu Alem, schmeiß die mal weg. Alem sagt zu mir so, Digga, ich bin illegal in diesem Land. Wem sagst du, dass er das wegschmeißen soll, Jane? Wenn ich jetzt hier aussteige, den nehme ich sofort mit. Ich sag, mach die Tür auf, dann mache ich sofort das Licht aus. In der Mitte. Damit, wenn man die Tür aufmacht. Okay, Bro. So, Alem sagt, ich sag zu Alem, mach die Tür auf. Ich mach sofort Licht aus, damit das sofort aus. Also kurz an, das geht ja an, wenn du die Tür aufmachst. Dass es sofort wieder ausgeht. Und dann lässt du sie unten fallen, durch den Türschlitz. Auf den Boden, okay? Tamam, okay, gesagt, getan. Er macht das. 7 Tüten liegen jetzt am Fahrbahnrand. Wir warten. Wir sind kurz davor dran zu sein, der Polizist, der dann da steht und uns dann sagen wird, so jetzt geht da rein, sagt zu uns so, ja, allgemeine Verkehrskontrolle, sie wurden wahrscheinlich schon informiert, holen sie, damit es gleich schneller geht, Fahrzeugschein und Führerschein raus und hin und her, pipapo. Wir fahren in diese Box, also in, nicht Box, in diese, da waren mehrere Mannschaftswagen, dazwischen waren dann so quasi Gassen zwischen diesen Mannschaftswagen, da fahren wir rein, die sagen Führerschein, Fahrzeugschein, alles, ich gebe es ab. Er sagt, haben sie schon mal Konflikt mit der Polizei gehabt? Nee, er sagt, hatten sie schon mal was mit der Polizei zu tun? Ich sag, ja, oft. Sagt der, ja, nee, ich meine auch, hatten Sie auch was Negatives in der Polizei? Ich sag, ja, oft. Sagt der, hatten Sie schon mal Straftaten, die Sie begangen haben? Ich sag, ja. Er sagt, welche? Und ich sag zu dem Mann so, suchen Sie sich aus. Gefährliche Körperverletzung, schwere räuberische Erpressung, Hehlerei. Er guckt mich so an. Und ich sag zu ihm so, Bro, chill, das ist 15 Jahre her, Jan. Und das waren Kinder, so, hört sich krass an, schwere räuberische Erpressung, aber am Ende des Tages wurde ich einfach sinnlos gehopst. Aber ich war schuld. Safe. Ja, ne. Zieht meine Ohren so lange, wie ihr wollt. Aber ich kann euch diese Geschichten auch alle erzählen, wie sie entstanden sind. Ich habe meinen dafür gebüßt. Ich habe meine Scheiße dafür abbekommen. Am Ende des Tages, Friends, ihr wisst, was für ein lieber Kerl ich eigentlich bin. Und ich sag's euch mal so, ich war aus meiner Runde der Liebste. Und immer wurde ich erwischt. Wir haben so, wenn wir gemeinsam Scheiße gebaut haben, immer wurde so ich erwischt. So. Deswegen hört sich krass an, ist aber nicht so. Aber der Typ erstmal solche Augen. Dann sagt der Alem, hatten Sie schon mal was mit Polizei zu tun? Und Alem macht nur so. So nach dem Motto, Digga, frag mich gar nicht. Ja, Name, Pass. Alem sagt, ich hab keinen Pass dabei. Name, dies, das, pipapo, hin und her. Er sagt, ja, wir haben es irgendwie gedribbelt. Die durchsuchen das Auto von oben bis unten. Links, rechts, dies, das. Und es riecht noch nach diesem Gras. Die durchsuchen das und finden nichts. Klar. Wir sind fertig. Der Typ sagt zu mir so, ja, schöne Grüße und so. Der war sehr nett. Der Polizist war sehr, 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 sehr nett. Sehr nett. Er sagt, ja, jetzt fahren Sie rückwärts raus, fahren Sie dort, wo Sie reingefahren sind, wieder rein und schönen Abend noch und so, ne? Tamam, okay. Ich fahre rückwärts raus, fahr zurück. Jetzt fahre ich an diesen ganzen Autos, die in der Schlange sind, vorbei, okay? Und in dem Moment sagt Alem zu mir, ja, der arme Typ, der hat jetzt bestimmt so sein ganzes Zeug verloren und so, nicht, dass er abgefuckt ist hinterher oder traurig ist oder so. Ich sag, ja, ich sammle das doch jetzt wieder ein. Und Alem so zu mir, wie, du sammelst das jetzt wieder ein? Ich sag, ja, Bro, das liegt doch da. Er so, da sind 1000 Polizisten, die Autos stehen da. Ich so, warte kurz, chill. Ich halte rechts,
steig aus, geh auf die andere Seite. Da, wo das Zeug liegt, ich sehe es auf dem Boden am Liegen. Da sind sogar zwei Autos drüber gefahren, man sieht so die Reifenspuren noch. Ich klopfe so an seine Scheibe. Er sagt zu mir, er macht sie runter, er sagt, was los? Ich sag, ja, hast du vielleicht Feuer? Er sagt so, nee, hab ich nicht. In dem Moment lasse ich meinen Schlüssel fallen, bück mich, nimm das Zeug, tu das so in die Tasche, steh auf, sagst so, sorry für die Störung, danke. Geh auf die andere Seite, steig in mein Auto, fahr vorbei. Die Polizisten, die an der Ampel stehen, an denen ich jetzt wieder vorbei muss, gucken mich so doof an, weil die das gesehen haben. Aber es war grün und ich nur so am Winken und bin vorbeigefahren und durch. Wir haben uns totgelacht. Wir haben uns totgelacht. So, Emotes-Chat ist aus. Was sagt ihr zu dieser Story? G-Move? Wieder mal? Oder nicht? Wallah, 1:1. 1:1. Einfach zurück. Fallen lassen. In die Kontrolle. Zurück. Aufheben. Mitnehmen. Alle meinte schon, als ob dir das noch da liegt. 17.000 Ausländer haben das schon aufgehoben und mitgenommen. Aber die Leute haben sich wohl nicht getraut, auszusteigen und dort das aufzuheben. Und es hätte schief gehen können, sein Vater. So, Abo wird sich jetzt unnormal aufregen, weil er hasst Zigarettengestank. Er hasst Zigarettengestank. Oh mein Gott, rauchst du bei dir zu Hause? Yes. Hast du nie meine Streams geguckt? Das mit Zigaretten hab ich nicht. Ach so. Hast du nie meine Streams geguckt? Wallah, ich muss ehrlich sagen, live gucke ich selten, aber diese Highlights gucke ich immer. Ich küsse doch dein Herz, ja. Bruder. So. Ey, kennst du das? Kennst du das? Wenn du was essen willst, und du brauchst vorher dafür so das passende YouTube-Video, du kannst vorher ja. Das Walla, das mache ich immer bei deinem Stream. Walla? Ja, Walla. Ehrenmann.